ich bin die Caro aus dem Gebetshaus und heute will ich sprechen über das Thema Lebensverschwendung und sie, deren die Welt nicht wert war. Sie, deren die Welt nicht wert war, ist ein Teil von einem Vers aus Hebräer Kapitel 11 und ich gehe später nochmal mehr darauf ein. Aber Lebensverschwendung, wie komme ich auf das Thema? Ich musste mich quasi zwangsläufig damit beschäftigen, weil ich vor ein paar Wochen eine Quarantäneverordnung bekommen habe. Und eigentlich hätte ich meine Herbstferien schon voll geplant und dann kommt eben diese Quarantäne. Das heißt, meine eigenen Pläne wurden quasi völlig weggenommen, sie sind weggebrochen und mein System wurde unterbrochen. So. Das, was ich mir selber vorgenommen habe, war auf einmal nicht mehr möglich. Und das Rad, von dem ich getrieben wurde oder in dem ich getrieben wurde, wurde angehalten. Und ich habe mir echt so die Frage gestellt, hey, Moment mal, wie gestalte ich eigentlich meine Zeit? Wohin fließt meine Zeit und meine Energie? Was treibt mich im Leben an? Auf welcher Grundlage treffe ich die Entscheidungen, die ich treffe? Auf welcher Grundlage plane ich mein Wochenende? Was steuert mein Verhalten? Also im Großen eigentlich, wie verschwende ich mein Leben? Weil ich glaube, die Dinge, wie wir im Kleinen unser Leben gestalten, spiegeln auch, wie wir generell im Großen unser Leben eigentlich gestalten, wo unsere Prioritäten sind und was uns steuert. Und ich musste eingestehen und merken, dass eigentlich gerade nicht Gott derjenige ist, der mich in erster Linie steuert. Also auch nicht das, wozu er mich beruft und wo ich eigentlich denken könnte, das hat Priorität, weil ich weiß, das ist das, wo Gott mich gerade im Reich Gottes einsetzen will. Sondern vielmehr haben mich meine Freunde oder meine Beziehungsgefüge, in denen ich stecke, gesteuert. Meine Freizeit. Und danach habe ich meine Zeit ausgerichtet, geplant. Das hat mein Verhalten quasi gesteuert und das musste ich mir eingestehen. Und Gott ist irgendwo noch vorgekommen, wo er halt Platz hat. Ich habe ihn da reingesteckt, wo noch eine Lücke übrig war sozusagen. Also unsere Zeit ist so kostbar. Wie gestalten wir unsere Zeit im Kleinen, aber auch im Großen unseres Lebens? In Epheser 5 steht, wir sollen sorgfältig darauf achten, wie wir unser Leben führen. Kauf die rechte Zeit aus, sagt Paulus, und versteht, was der Wille Gottes ist. So. Hey, kauf die rechte Zeit aus. Zeit ist kostbar. Und wir sagen doch alle immer, hey, Zeit vergeht so schnell. Schon wieder ist eine Woche vorbei, schon wieder ist ein Monat vorbei. Bald ist Weihnachten, dann ist schon wieder ein ganzes Jahr vorbei. Und die Kinder werden so schnell groß und wir werden selber schneller alt. Eigentlich läuft das Leben so schnell und es ist so kurz. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu fragen, hey, was ist eigentlich das Wesentliche im Leben? Worauf kommt es hier an? Das Leben ist wirklich so kurz, wie ein Augenzwinkern. Und hier geht es nicht, in dieser Lebensspanne hier auf Erden, geht es nicht in erster Linie darum, wie viele tolle Sonnentage wir genießen oder was sonst wir in dieser Welt alles genießen. Das sind alles tolle Dinge, die Gott uns wirklich gönnt. Aber in erster Linie geht es darum in diesem Leben, dass wir Jesus nachfolgen. Und ich muss mich selber fragen, wie schnell vergeht eine Woche, in der ich schon wieder nicht die Bibel gelesen habe? Zack ist die Woche vorbei, zack ist die Zeit dahin so. Also ich predige das Ganze hier in erster Linie auch zu mir selber, aber ich denke, es ist Thema für uns alle, gerade in dieser westlichen Welt, wo es so schnell alles geht und so viele Möglichkeiten sind und wir viel Zeit auch für Freizeit haben. Hey, und ich will zu den Menschen gehören, deren die Welt nicht wert ist. Sie, deren die Welt nicht wert war. Das ist aus Hebräer Kapitel 11, ein Teil des Verses 38. Und ich will uns mit in diesen Kontext nehmen. In Hebräer 11 geht es in diesem Kontext zuerst mal um die ganzen Leute, die Namen haben, die Helden sind, die so tolle Dinge mit Gott erlebt haben, so Gottesmänner, die Zeichen und Wunder erlebt haben, die Kriege geführt haben und im Namen des Herrn gesiegt haben. Und dann geht es weiter und ich lese ab Vers 35 den zweiten Teil. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen
und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis und Misshandlung erlitten. Sie, deren die Welt nicht wert war. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Klüften der Erde. Hier ist von Menschen die Rede, die ihr Leben für Jesus verschwendet haben, die ihr Leben für den Glauben an Gott, an den Unsichtbaren, den sie nicht sehen, verschwendet haben, an etwas Höheres verschwendet haben. Und wisst ihr was? Sie haben nicht nur ihr Leben verloren, sie haben nicht mal Ruhm und Ehre dafür erlangt. Wir sehen hier keinen Namen, wir wissen nicht, wer diese Menschen sind. Aber sie haben ihr Leben für Gott gelassen. Und dennoch kennen wir aus der Geschichte auch ein paar solcher Menschen mit Namen, die auch ihr Leben für Jesus verschwendet haben. Die 12 Apostel Jesu, die 12 Jünger Jesu, sie sind Jesus nachgefolgt. Sie haben ihn live miterlebt. Wir wissen, dass sie am Ende ihres Lebens auch gestorben sind, um Jesu Namen willen. Sie haben ihr Leben gelassen für Jesus. Außer Johannes, der aber auch Gefängnis erlebt hat und Verfolgung erlebt hat, also auch Leiden um Christi willen. Dann haben wir da noch Johannes den Täufer. Der Mann, der die ganze Zeit Jesus angekündigt hat, ihm den Weg bereitet hat, gesagt hat, da kommt einer, der macht alles gut. Und dann ist Jesus da und er tut die Zeichen und Wunder. Und wo sitzt Johannes? Im Gefängnis, wo er auf seine Enthauptung wartet. Er hat sein Leben gegeben. Er ist ein Mensch, deren die Welt nicht wert war. Und natürlich haben wir auch Paulus. Paulus hat alles auf eine Karte gesetzt für Jesus. Er hat nicht nur nicht geheiratet, sondern er wusste auch, er muss viel leiden um Christi willen. Und Paulus war in Gefängnissen, er wurde ausgepeitscht, er wurde gesteinigt. Eigentlich sollte man nach einer Steinigung auch sterben, aber er hat es überlebt. Er wurde verfolgt und gehasst von seinen eigenen Landsleuten. Und am Ende wissen wir aus geschichtlichen Quellen, dass auch Paulus hingerichtet wurde, weil er Nachfolger Jesus war. Bloß ein paar seiner Verse, ich meine seine ganze Briefe, lassen das durchschimmern, wie er gelebt hat. Aber er sagt, die Leiden der jetzigen Zeit, und Paulus wusste, was Leiden sind, die werden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar wird. Und er sagt, mein Leben ist Christus. Und er sagt, mein Sterben ist Gewinn. Wie radikal ist das? Er sagt, wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus. Es gibt nichts Besseres für mich. Und er sagt, was mir früher Gewinn war, also die Dinge dieser Welt, die erachte ich jetzt als Dreck, wegen der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi. Der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi. Das heißt, Paulus kannte Jesus. Und er wusste auch, wie viel ihm vergeben wurde. Ich meine, Paulus hat so viele Christen vorher auch verfolgt und selber hingerichtet. Und er wusste, wie viel Jesus ihm vergeben hat. Und er kannte Jesus, ihm ist Jesus begegnet. Also er war bereit, alles hinzulegen und sein Leben für Jesus zu verschwenden. Aber auch im weiteren Verlauf der Geschichte gab es immer wieder Leute, die ihr Leben für Jesus hingegeben haben. Zahlreiche Märtyrer, die für Jesus gestorben sind. Und hey, wenn jemand sein Leben für was Höheres gibt, das hat so viel Kraft. Es berührt mich, wenn ich irgendwie solche Filme anschaue oder Geschichten lese oder mir das vorstelle, boah, da hat jemand sein Leben für was Höheres gegeben, sein Leben für Jesus gegeben. Und auf eine heilige Art und Weise reizt es mich irgendwie auch zur Eifersucht. Boah, der hat so viel Leidenschaft, der hat alles gegeben für Jesus. Mike Bickle hat ein Zitat gesagt, das heißt, wenn du nichts hast, für das du sterben würdest, dann hast du auch nichts, für das du lebst. Wenn du nichts hast, für das du sterben würdest, für das du bereit wärst, dein Leben hinzulegen, dann hast du auch nichts, für das du lebst. Und auch die Menschen, die gar nicht
sterben mussten für Jesus, sondern einfach die Bereitschaft hatten, ihr Leben hinzulegen, falls sie sterben müssten für Jesus. Auch die sind radikal, die berühren mein Herz. Solche wie im Dritten Reich, zum Beispiel Corrie ten Boom, die jeden Tag riskiert hat, auch selber ins KZ gehen zu müssen, weil sie Menschen versucht hat zu retten. Im Namen Jesus, sie hat es für Jesus getan. Und sie hat ihr Leben riskiert, sie war bereit, ihr Leben hinzulegen für Jesus. Und dann gibt es auch solche, die auf eine andere Art und Weise freiwillig ihr Leben verschwenden. Mönche und Nonnen, die sagen, sie verzichten auf das, was die Welt so eigentlich zu bieten hat und wie man das Leben normalerweise so lebt. Sie verzichten auf Reichtum, auf eine eigene Karriere. Sie verzichten auf Heiraten, sie verzichten auf Kinderkriegen. Sie sagen, ich verschwende mein Leben ganz für Jesus. Und ich gehe mein Leben lang in so ein Kloster. Das macht mich irgendwie eifersüchtig. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen von uns so geht. Sie, deren die Welt nicht wert war. Sie, deren die Welt nicht wert ist. Und ich denke mir, wenn ich mal vor Gott stehe, oh, ich will so wenig wie möglich bereuen müssen, dass ich mein Leben irgendwie falsch verschwendet habe. Und gleichzeitig weiß ich, es braucht Gottes Gnade, dass wir das schaffen, dass wir diesen guten Kampf kämpfen können und in Gottes Nähe und auf seinen Wegen bleiben und radikal ihm nachfolgen. Hey, aber wir sind zu schade, dass wir uns an diese Welt verschwenden. Wir sind zu schade, dass wir unsere Berufung opfern für einen zeitlichen Genuss in dieser Welt. Wir sind berufen zu Menschen, deren die Welt nicht wert ist. Wir sind berufen, dass wir Menschen sind, deren die Welt nicht wert ist. Und wie können wir rausfinden, für was wir im Letzten eigentlich so unser Leben gerade verschwenden? Ich glaube, eine gute Frage ist, die wir uns stellen können, was steuert eigentlich mein Verhalten? Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Was ist unser Schatz? Also ich glaube, hier in unserer westlichen Welt sind Zeit und Geld ein großer Schatz. Es ist uns kostbar. Und da, wo unsere Zeit und wo unser Geld hinfließt, da könnte auch unser Herz vielleicht zu viel dran hängen. So. Das kann man sich fragen. Hängt unser Herz an diesen Dingen, wo unsere Zeit hauptsächlich und unser Geld hauptsächlich hinfließt, hängt daran unser Herz womöglich zu viel? Wenn wir von Lebensverschwendung reden, dann reden wir eigentlich auch von einer Herzenshaltung. Denn es geht um unser Herz. Unser Herz ist so gemacht, dass es sich von etwas abhängig macht, dass es nach etwas süchtig ist, dass es sich von etwas ernähren muss. Es hängt sich an etwas anderes hin. So ist unser Herz gemacht. Es gibt einen Ort in unserem Herzen, der quasi wie der Thron ist, der Ort der ersten Liebe. Und was auch immer auf diesem Ort sitzt, das steuert unser Verhalten, das lenkt unser Leben. Und die einzig gesunde Sucht, der einzig gesunde Herrscher auf diesem Thron ist Gott. Das ist die einzige Abhängigkeit, die gesund ist und wo wir frei sind, wo unser Herz frei ist. Alles andere, was auf diesem Thron sitzt und was uns steuert, das führt uns in eine Knechtschaft. Wir sind Sklaven von den Dingen, die uns steuern. Sie bestimmen unser Leben, sie bestimmen unser Verhalten. Und wir sind unfrei, wenn dort auf diesem Thron oder auf diesem ersten Platz im Herzen nicht Gott sitzt. Aber das Ding ist, gleichzeitig ist es auch normal, dass unser Herz sich an diese Dinge hängt. Wir sind in dieser Welt und es ist der Kampf, der in unserem Herzen auch tobt sozusagen. Es ist normal, jeder von uns hängt irgendwo. Aber Gott sei Dank haben wir Jesus, der immer wieder um unser Herz kämpft und ein Stück freier macht, uns unser Herz ein Stück freier macht. Und er kämpft um unser Herz. Wie ich gesagt habe, in diesem Herzen, da tobt ein Kampf um diese Anbetung. Und eigentlich geht die Frage dahin, und das ist auch die Frage der Bibel, hey, wen anbetest du im Letzten? Wem dienst du? Wen liebst du am meisten? Wer sitzt auf diesem Thron in deinem Herzen? Und Jesus wirbt um unser Herz. Und er kämpft um die Freiheit in unserem Herzen, dass wir frei werden von Sklaverei und ihn immer mehr anbeten.
Und in Psalm 16, Vers 2 sagt der Psalmist, du bist mein Gott, es gibt kein Glück außer dir. Du bist mein Gott, es gibt kein Glück außer dir. Wow, das ist ein Idealbild. So, hey, wenn wir sagen, es gibt kein Glück außer Gott, boah, das ist so richtige Anbetung. Und dann ist das Herz so richtig frei. Und gleichzeitig weiß der Psalmist auch in Vers 4, da sagt er, und zahlreich sind die Schmerzen derer, die anderen Götter nachlaufen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die anderen Götter nachlaufen. Und wir wissen, unser Herz hängt sich so leicht an andere Herzensgötzen hin. Und so leicht sind wir wieder falsch unterwegs. Und es ist schmerzhaft, weil wenn unser Herz sich an die falschen Dinge hängt, dann sind wir Sklaven von diesen Dingen. Und sie bestimmen, was in unserem Leben passiert. Sie herrschen über uns und wir sind die Sklaven. Und deswegen ist es schmerzhaft. Aber auch wenn wir aus diesen Dingen wieder raus wollen, aus diesen Abhängigkeiten und diesen Befreiungsprozess angehen mit Jesus, auch das ist schmerzhaft, weil wo immer wir uns reinprozessiert haben, müssen wir auch wieder raus. Und es ist nicht von einem Augenblick in den anderen, sondern auch das ist ein schmerzhafter Prozess. Aber Jesus bietet uns immer wieder diesen Befreiungsprozess an. Er ist so gut. Und hey, wir dürfen auch gnädig mit uns selber sein. Manche Themen bleiben Lebensthemen, ja. Für manche Themen sind wir anfälliger, dass wir da unser Herz immer wieder verlieren. Und ich glaube, manchmal sind wir auch überrascht, wenn ein neues Thema dazukommt und wir uns denken, oh, an das Thema kann unser Herz sich also auch noch verlieren. Oh my. Aber hey, mit Jesus ist Hoffnung da, weil Jesus ist der starke Befreier. Und ihm geht es um unser Herz und er will uns befreien, immer mehr. Und er bringt uns immer wieder in Situationen, in denen er uns mit unseren Herzensgötzen konfrontiert, wo er uns überführt und sagt, hey, guck dir das mal an. Und uns dann die Frage stellt, wem dienst du im Letzten? Wen oder was liebst du am meisten? Also wen betest du eigentlich an? Diese Sache oder mich? Und er fragt uns, bist du bereit, mir dein Kostbarstes, das, wo dein Herz dran hängt, zu geben, zu opfern, mir zu schenken, mich mehr zu lieben als das. Und wenn wir von Herzensgötzen sprechen, dann können das ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Und manche Süchte sind ganz offensichtlich wie Alkohol oder Drogen. So. Aber es gibt auch diese subtileren Süchte und diese subtileren Abhängigkeiten des Herzens, die gar nicht so leicht sind zu erkennen, weil sie subtil sind. Das können Positionen bei der Arbeit sein, Anerkennung, Ruhm, Lob, eine tolle Karriere. Das kann aber auch Geld einfach sein, ja. Oder es kann unser Freizeitleben sein. Hey, es ist toll, das Leben zu genießen. Es kann Bequemlichkeit sein, es kann Traditionen sein. In Deutschland macht man das halt so. Wieso sollte ich in die Mission gehen? Nee, das ist ja ganz normal hier, wie man so in Deutschland lebt. Wieso sollte ich das aufgeben? Und das Ding ist, diese Dinge sind alle in Ordnung und Jesus gönnt uns gute Dinge und es ist ein Segen Gottes. Oh, ich habe noch ein ganz wichtiges vergessen und das sind nämlich Menschen. Auch Menschen können zu Herzensgötzen werden. Beziehungen können zu ungesunden Abhängigkeitsbeziehungen werden. Dass auf einmal der Mensch oder der Freundeskreis mir wichtiger ist als Gott und das mich mehr steuert als Jesus. Und auch da, das sind Geschenke Gottes, Menschen, Freunde, Beziehungen. Aber wenn die Dinge uns, wenn die Dinge in unserem Herzen den ersten Platz einnehmen und quasi unser Leben bestimmen, dann ist es zu viel. Dann sind es Herzensgötzen sozusagen. Und es muss wieder in eine bessere Balance kommen, wo Jesus uns steuert und wo wir die Dinge in Freiheit genießen können, nicht als Sklaven, dass wir von denen bestimmt werden, sondern in der Freiheit diese Dinge genießen können, aber in erster Linie von Gott abhängig sind. Und wenn Jesus uns konfrontiert, dann ist es auch ein Angebot. Wir müssen nicht Ja sagen zu dem Prozess. Wir können auch Nein sagen und wir können sagen, nee, den Befreiungsprozess, den wollen wir nicht gehen. Wir bleiben lieber Sklaven und lassen uns fremdbestimmen und sind hier Knechte und lassen unser Leben von den Dingen steuern. Und ich glaube, aber dann kommt auch nicht in bestimmten Bereichen diese Kraft Gottes in unser Leben. Ich glaube, es kommt Kraft in unser Leben, wenn wir Jesus diese Herzensgötzen entfernen lassen und da Raum frei wird in unserem Herz und er rein darf. Das ist kraftvoll so. Aber wir müssen das nicht machen. Wir können uns entscheiden, Sklaven zu bleiben. Oder aber wir sagen Ja zu diesem Prozess.
Oder aber wir sagen den Kampf an diesen Herzensgötzen. Und das Ding ist aber, es ist ein Prozess, es dauert eine Weile. Es ist nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein bisschen länger und es ist nicht angenehm, dieser Befreiungsprozess. Ein kurzer Blick ins Alte Testament. Gott hat sein Volk aus Ägypten gerufen. Dieses Volk war dort in Sklaverei. Und er hat gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern, damit sie mich dort anbeten, damit sie mir dort opfern. Gott hat sie eingeladen, nicht mehr Sklaven in Ägypten zu sein, sondern freie Leute zu werden. Aber der Ort, wo er sie erstmal einlädt, ist die Wüste. Und wir wissen, dass es in der Wüste nicht immer einfach war für die Israeliten. Es ist eine Geduldsprobe, es ist eine Prüfung und es ist ein Prozess, gereinigt zu werden im Herzen. Und Gott hat radikal die Sünde ausgelöscht im Herzen. In Israel, im Volk Israel, in der Wüste. Er hat sie radikal ausgelöscht. Alles, was irgendwie Sünde war, das musste raus. Und da waren Sterbeprozesse im Gange. Und auch, was sie verleitet hat zu Sünde, zu Götzendienst, das musste ausgelöscht werden, weil es zu kostbar ist. Er wollte nicht, dass sie was anderes anbeten, weil er weiß, es geht ihnen nur gut, wenn sie ihn anbeten. Und diese Radikalität, die tut Jesus jetzt bei uns auf einer Herzensebene. Wenn er uns fragt, hey, darf ich dein Herz reinigen? Da sind Götzen, die müssen raus, dann geht es dir besser und dann bist du in deiner Bestimmung. Dann tut es weh. Das ist wie ein Entzug. Wenn wir süchtig sind von Dingen, dann ist es hart, durch einen Entzug zu gehen und zu verzichten auf die Dinge, die uns lieb sind, die uns zu lieb geworden sind. Es ist ein innerer Sterbeprozess. Es fühlt sich wirklich an wie Sterben. Der innere Mensch muss sterben, das sagt Jesus auch. Es ist nicht einfach. Es ist wie eine Herzensoperation und wie eine Fastenzeit. Und es ist nicht von heute auf morgen. Wenn wir Jesus zuhören, dann sehen wir, wie radikal er ist. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen, entweder dem Götzen oder mir. Er sagt so oft, wer mir folgen will, der muss sich selber verleugnen, der muss sich selbst sterben, der muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Aber wer sein Leben verliert um Jesu Willen, der wird's erhalten. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, ein Sterbeprozess, dann bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, dann bringt es viel Frucht. Das gleiche Prinzip auch bei dem großen Prozess von Jesus. Er ist gestorben, damit die Auferstehung kommen kann, auch für uns alle. Ohne Tod keine Auferstehung. Hey, dieser Sterbeprozess tut weh, aber er lohnt sich, dass Neues kommen kann. Und Jesus sagt sogar, wer nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern hasst, in dem Sinne, dass er sagt, hey, mich müsst ihr mehr mögen als die. Wenn ihr bereit seid, sogar diese Herzensmenschen loszulassen, dann könnt ihr mir nachfolgen. Ansonsten könnt ihr nicht meine Jünger sein. Nur wer bereit ist, mich an erster Stelle zu stellen, kann mein Jünger sein. Oh, Jesus ist so radikal und gleichzeitig so gnädig und so gut und er weiß, wie schwach wir sind und er weiß, wie er mit uns arbeiten kann und er kommt zu seinem Ziel immer mehr, stückweise. Und ich glaube, trotzdem ist es einfach ein Lebensprozess und wir stecken da drin. Aber da ist Hoffnung, dass Jesus uns immer freier macht und bei sich hält. Und wenn wir wegkommen, er uns wieder zu sich zieht, wenn wir das wollen. Und Jesus ist radikal und er stellt uns auf die Probe, wie Gott damals Abraham auch auf die Probe gestellt hat und gesagt hat, bist du bereit, mir deinen lieben Sohn Isaak, den Sohn der Verheißung, zu opfern? Bist du bereit, mir das Liebste zu geben? Hey, und wir können uns auch fragen, sind wir bereit, Gott Opfer zu bringen? Opfer sind freiwillig, wir müssen Gott keine Opfer bringen. Und Opfer, wirkliche Opfer, die spüren wir. Die kosten uns was. Vielleicht sogar alles. Opfer kosten was und sie sind freiwillig. Und sind wir bereit, Opfer zu bringen? Ich habe mich wirklich gefragt, hä, wie oft gebe ich Gott eigentlich ein echtes Opfer? Und es ist ja leicht und es ist auch völlig okay,
Gott das Geld zu geben, das ich nicht spüre, wenn ich es ihm gebe, das ich irgendwie eh habe. Oder die Zeit zu geben, die ich irgendwie eh habe. So. Aber es kommt Kraft, wenn wir Gott wirklich unser Bestes geben. Da ist so viel Kraft, die freigesetzt wird, wenn wir Gott unser Kostbares geben. Wenn wir ihm was geben, was uns wirklich lieb ist, was uns wirklich was kostet. Oder wenn wir ihm wirklich zeigen, dass wir echt bereit sind, ihm das zu geben, was uns so lieb ist. Und ich glaube, in diesen Momenten, wo Gott uns überführt, wo er uns begegnet, wo wir wirklich bei ihm sind, wo wir ihn anbeten, da ist uns das völlig klar. Da sind wir bei ihm und sagen, ja klar, Jesus, dir, du bist es so wert, dir gebührt alles. Ich gebe dir mein Alles hin, dir gehört mein Herz und ich bin bereit, auch an Herzensgötzen zu arbeiten. So in diesen Momenten der Anbetung, da ist irgendwie diese Freiheit da, da spüren wir auch, wie frei unser Herz ist, wenn wir nur ihm gehören. So. Und da ist alles völlig klar. Und vielleicht sind es auch die Momente, wo wir sagen, okay Gott, ich will raus aus dieser falschen Abhängigkeit, ich will raus und ich will den Kampf ansagen mit diesem Herzensgötzen so. Und dann ist dieser Moment irgendwie wieder vorbei und das normale Leben kommt. Vielleicht haben wir sogar in diesem Moment der Anbetung gesagt zu Gott, okay, die nächsten paar Wochen, da arbeite ich an diesem Herzensgötzen und ich faste das und das und das und ich tue das und so weiter. Und dann kommt das normale Leben wieder. Und ja, und auf einmal, da ist es so unwirklich, da denken wir, hä, wieso sollte ich überhaupt auf das und das verzichten? Das sind doch alles gute Dinge. Ich meine, Gott hat mich ja gesegnet mit diesen Menschen, mit diesem Geld, mit dieser Position und ist ja auch völlig normal irgendwie. Und diese Stimmen des Zweifels an unserem Deal mit Gott, so, die werden laut in uns und wir denken, hä, so schlimm sind die Götzen doch gar nicht, weil es eine subtile Ebene ist. Aber diese Ebene und, also, und wir sagen vielleicht auch oft so, ja, Gott will uns doch auch was Gutes. Und ja, natürlich will er uns was Gutes so. Und trotzdem glaube ich, diese Ebene ist total real. Diese subtile Herzensebene, wo diese subtilen Herzensgötzen sind und wo dieser Kampf ist, die ist total real. Und ich glaube, das ist auch Teil von dem, wo Paulus sagt, das ist der Kampf des Glaubens, in dem wir stehen. Und wir haben halt manchmal diese Momente, wo alles klar ist und wir so nah an Gott sind und es völlig selbstverständlich ist, dass wir ihm alles geben. Und dann kommt wieder der Alltag und der Prozess und die Wüste und so weiter. Ja, aber genau, und ich glaube, dieser Prozess ist hart. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung und normal, wenn wir immer wieder auch hinfallen und es dann doch nicht ganz schaffen oder wie auch immer. Und es ist auch okay, wenn die Themen immer wieder irgendwie kommen so. Aber ich glaube, es lohnt sich, diesen Prozess trotzdem zu gehen und auch da dran zu bleiben. Und die Herzensgötzen auch beim Namen zu nennen und der Realität ins Auge zu schauen. Und für uns Menschen ist die Frage ja immer so, lohnt sich das wirklich, diesen Prozess zu gehen? Und Petrus hat Jesus auch gefragt. Petrus hat zu Jesus gesagt in Matthäus 19, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? So typisch Petrus, was bekommen wir denn dafür? Lohnt sich das eigentlich, Jesus, dass wir alles hinter uns lassen und dir nachfolgen? Was ist mein Lohn? Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Und das Ding ist, dass Jesus, so wie ich das verstehe, sagt, also für dieses Leben kann ich euch nicht so viel Belohnung versprechen im Materiellen so oder in Umständen oder irgendwelchen Dingen, die wir uns wünschen, sondern er spricht von der Wiedergeburt. Wenn die Ewigkeit da ist unser Lohn. Also was ist der Lohn von den ganzen Leuten, die ihr Leben für Jesus gegeben haben? Auf dieser Erde nicht mehr viel, aber der Lohn ist in der Ewigkeit ganz sicher da. Und wenn wir hier so in dieser Welt stecken, dann tröstet uns das manchmal nicht so arg, wenn alles auf die Ewigkeit irgendwie vertröstet wird. So, da ist dann euer Lohn, hier ist es nur hart so. Und ich glaube,
Also zum einen glaube ich, es ist menschlich auch danach zu fragen, wie Petrus sagt, lohnt sich das? Was bringt uns das in diesem Leben so? Ich glaube, es gibt kein Schema für dieses Leben, dass wir sagen, wir verlassen alles und bekommen dann auch jetzt schon wieder alles oder so wie Abraham, wir bekommen sicher den Isaak wieder zurück oder so. Aber ich glaube trotzdem, dass es sich so lohnt, weil ein freies Herz, das kein Sklave ist von irgendwelchen Herzensgötzen und uns fremdsteuert, ein freies Herz ist Lebensqualität. Und wer frei ist, der ist unantastbar. Wenn wir nicht an diesem Leben hängen, dann sind wir gefährlich für diese Welt. Niemand kann uns was anhaben. Wir haben nichts zu verlieren. Sollen sie unseren Körper nehmen, aber das, was wir haben, kann uns niemand nehmen und das bleibt in alle Ewigkeit. So, und ich glaube, unsere Welt braucht es. So eine Gefährlichkeit, so eine Kühnheit, wo wir wissen, wir haben nichts zu verlieren. Wir sind unantastbar, unser Herz ist sicher in Gott und da ist Freiheit in ihm für unser Herz. Und ich glaube auch, dass ein freies Herz sich lohnt, weil es Raum für Gott schafft. So, weil ich glaube, wenn wir so einen Herzensgötzen entlarven und Gott wieder auf diesen Thron setzen, dann wird eine Kraft in uns frei, dann fließt da was und wir spüren seine Kraft. Und deswegen, es gibt ja auch dieses Lied, wo es heißt, Christ is my reward. So, Christus ist mein Lohn. Und die Nähe zu ihm ist so kostbar und die ist da, wenn wir ihm diesen Raum im Herzen geben. Und es lohnt sich. Und es lohnt sich für ein einzelnes Herz. Und ich glaube, es wäre so cool, wenn wir das in unserer Kirche immer mehr auch erleben würden. Im Alten Testament, wenn die Götzen entfernt haben, wenn sie Buße getan haben, wenn sie umgekehrt sind zu Gott, dann kam erst mal eine Zeit der Erweckung. Und ich glaube, ja, dass wir kein Schema machen können, aber ich glaube schon, dass wenn wir in diese Nachfolge gehen und in diesen Beschneidungsprozess von Jesus uns einlassen, dass dann diese Kraft freigesetzt wird und einzelne Herzen erweckt werden, aber auch unsere Gemeinden und hey, unser Land, hey, das wäre so cool, wenn da Erweckung freigesetzt wird, wenn wir als Kirche irgendwie ein neues Level von Radikalität hätten und dadurch Erweckung kommen würde. Und aber das, was ich eigentlich noch sagen wollte, als letztes, was ganz wichtig ist oder was ich so irgendwie, wo mir die Augen aufgetan wurden, wir sprechen von Belohnung, aber wenn wir von Lebensverschwendung sprechen, dann können wir eigentlich sagen, Liebe ist Verschwendung. Echte Liebe ist Verschwendung, die nicht rechnet. Echte Verschwendung, echte Liebe, die fragt nicht nach Belohnung, sondern, wow, Jesus hat uns zuerst geliebt. Jesus hat sich für uns verschwendet. Jesus ist am Kreuz gestorben, als wir noch Feinde waren. Es ist bewegend, wenn Menschen ihr Leben lassen für jemanden, den sie lieben. Aber Jesus hat sein Leben für uns gelassen, als wir ihn nicht geliebt haben, sondern als wir noch Feinde waren. Das ist ein Liebesbeweis. Und er hat sein Leben für uns verschwendet. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann ist unsere einzige Reaktion eigentlich, ja klar, Jesus, du bist es wert, dass wir unser Leben für dich verschwenden. Und da ist gar keine Frage mehr an, was bekommen wir dafür, sondern eigentlich ist es ganz klar, Jesus, du hast uns zuerst geliebt, du bist für uns gestorben, du hast dich für uns verschwendet. Die einzige Reaktion ist, ja, Jesus. Was könnten wir anderes tun? Du bist es wert, dass wir unser Leben geben, dass wir dir alles geben, dass wir dir unser Kostbarstes geben. Und ich glaube, natürlich sind wir hier so begrenzt auch mit unserer Erkenntnis von dem, wer Jesus ist. Und deswegen, ich wünsche mir, dass ich und wir einfach noch viel mehr verstehen, was wirklich Jesus für uns getan hat, wie viel er uns vergeben hat. Dass wir verstehen, wer wir eigentlich sind, wie viel Schuld er für uns bezahlt hat und was er uns geschenkt hat, indem er sein Leben, sein unschuldiges Leben für uns, als wir noch Sünder waren, verschwendet haben. Er ist es wert. Er ist es wert. Und wir sind berufen, Menschen zu sein, die ihr Leben für ihn verschwenden, die ihr Leben ihm zurückschenken, an ihn zurückverschwenden. Wir sind berufen, Menschen zu sein, deren die Welt nicht wert ist.
Wir sind berufen, Menschen zu sein, die sich verschwenden an den, der es wert ist. Jesus ist es wert, dass wir unser Leben für ihn verschwenden. Und ich will noch beten zum Abschluss. Jesus, du bist es wirklich wert, dass wir unser Leben geben, Herr, für dich. Du hast alles für uns gegeben, Gott. Und ich bete, dass wir ein bisschen mehr verstehen, was du für uns, Jesus, getan hast. Dein Liebesbeweis, dein Opfer, Herr. Wenn wir das verstehen, dann können wir nicht anders als sagen, Herr, hier ist unser Leben. Wir verschwenden es für dich, Gott. Und ich bete, dass du uns gnädig bist, Herr. Und wir brauchen deine Gnade, Herr. Wir brauchen, dass du uns die Augen öffnest. Wir brauchen, dass du uns nah bei dir hältst. Und Jesus, wir sehnen uns danach, dass unsere Herzen dir gehören, dass unsere Herzen frei sind. Herr, dass unsere Gemeinschaften radikal werden, Jesus, in der Nachfolge, Gott. Und es bist du, der es in uns bewirken muss. Und Jesus, ich bete, dass du uns befähigst, Ja zum Prozess zu sagen. Ja zum Prozess, auch wenn er unangenehm ist, Jesus. Ich bete, dass du uns mehr und mehr deine Kirche in dieser Zeit, in Deutschland, in dieser Stadt, in diesem Haus, Herr, dass du deine Leute mehr zu Menschen machst, deren die Welt nicht wert ist, Herr, sondern dass wir uns verschwenden an dich, Jesus. Komm du und hab du deinen Weg in uns, Jesus. Danke für dein großes Opfer an uns, Herr. Ja, wir wollen unser Leben dir zurückschenken, in Jesu Namen. Amen.